Guten Morgen, meine Freunde. Ja, da bin ich wieder und wir sind wieder wach. Wir haben noch zwei Kunden zu machen. Einer ist sogar noch dazugekommen. Ja, heute geht's einmal noch nach Gießen und nach Äpfelstädt, oder wie sich das nennt. Ja, dabei fahren wir hin. Das eine ist, glaube ich, noch so 130 Kilometer entfernt. Das andere ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Aber das schaffen wir schon. Ja. Es hat letzte Nacht geregnet, geschlafen habe ich so einigermaßen gut. Ah, nur einigermaßen, weil ich schlafe ja immer schlecht, solange ich alleine schlafe. Schlafe ich ja weiterhin schlecht. Ja, Leute, ich muss mal meine Sachen hier ein bisschen einpacken. Gestern war mir der Rucksack zu nass, um die Papiere da wieder reinzupacken. Also machen wir das jetzt. Ja, dann habe ich festgestellt, ich habe ja auch nur noch einen Mundschutz, nämlich bald nur noch mein Pullover. Also wird es Zeit, nach Hause zu kommen. Aber dass ich das schaffe, diese Tour noch bis heute Abend, schwierig. Aber müssen wir schaffen. Die holen wir auch mal raus. Ja, mein Gerät hier. Reinpacken brauchen wir es noch nicht. Dafür ist es noch zu früh, Leute. Jetzt gerade mal 6.30 Uhr. Aber ich gönne mir erstmal meinen Kakao. Prost auf euch. Ja, wir haben es Freitag. Wir müssen fertig werden. Wir müssen Gas geben. Und ja, es scheint die Sonne schön. Es ist aber noch bewölkt. Aber es scheint die Sonne schön. Ja, aber an die Leute von gestern. Es war geil bei McDonald's. Durch euch ist es echt geil geworden. Ja, so alt wie ihr wart, wäre ich gerne nochmal. Aber das bin ich nicht. Ich will ja auch meine Kinder nicht mehr missen, weil... Ja gut, da hatte ich in... Ja, das stimmt, da würde ich meine Kinder missen, ja. Will ich eigentlich nicht, aber... Was soll's, ich hoffe, ihr abonniert mich und lasst ein Like und ein Abo da, was für euch kostenlos ist. Wäre echt ein Lieb von euch, wenn man sich vielleicht nochmal treffen könnte. Ja, hätte ich nichts gegen. Also, bei mir spricht da nichts gegen. Liegt an euch, müsst ihr wissen, wenn ich hier nochmal hinkommen sollte, nach Lüdenscheid und ihr seid zufällig doch nochmal bei McDonald's. Aber ich habe ja gelesen, ihr seid das ja öfters. Dann wollen wir mal sehen, na, dass wir da wieder hinkommen. Oh. Aber der Rucksack ist wieder trocken. Ja, Leute, ich war gestern sehr durchnässt. Seht ihr auch in meinem TikTok-Video. Da habe ich nicht extra das mit dem Regen reingemacht. Das habe ich eigentlich reingemacht, weil es wirklich so geregnet hat. Na gut, da wo ich das reingemacht habe, hat es natürlich nicht mehr wirklich geregnet. Aber trotzdem. Ja, Leute. So ist das. Und nicht anders. Ja, jetzt muss ich wieder, ja, nur noch, ja, sagen wir mal so, warten. Ich habe von meinem Arbeitgeber diesmal recht früh mein Geld gekriegt. Ich find's nice, ich find's in Ordnung, ja. Ich kann da gar nicht meckern, alles gut. Aber das ist recht früh, weil die haben immer gesagt, das kommt erst dann und dann. Und das ist sogar 5 Tage vorher gekommen. Ey, Wahnsinn. Also, ich sag einfach nichts mehr. Und einfach machen. Das Einzige, was ich noch nicht mache, ist, wenn einer sagt, spring vom Dach.
Ich spring nie vom Dach. Ich will leben. Also Leute, dann habt ihr erstmal einen schönen Freitag und wir sehen uns dann später, vielleicht sogar bei mir zu Hause. Bis denn, macht's gut und einen schönen Tag euch und schönes Wochenende.